Hi, ich begrüße euch hier zu einem neuen Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zwei Aromen vorstellen. Die Rede ist von diesen beiden Kandidaten hier. Von den Jungs vom Dammshop for You, der Halban Juice. Wir haben hier einmal das Rose Delight und einmal das Gazos. Kaufen könnt ihr das Ganze hier in diesen 60 ml Fläschchen. Drin enthalten sind 10 ml Aroma. Füllt das Ganze mit eurer Wunschbasis auf, wenn ihr benötigt noch Nikotinshots hinzu, das Ganze gut schütteln und dann kann es auch schon gedampft werden. Preislich liegt das Fläschchen hier bei 7,95 €, glaube ich. Kann man erstmal nicht drüber meckern und ja, ich fange auch gleich mal direkt mit dem ersten an. Nehmen wir mal hier das Gazos. Jeder von euch sollte kennen, von jeder guten Dönerbude, dieses Uludag Gazos, dieses türkische Erfrischungsgetränk. So eine Zitronen-Brausenlimonade, würde ich jetzt so sagen. Für mich auf jeden Fall beim Döner standardgemäßig eine Dose immer mit dabei. Auf jeden Fall eine leckere Nummer. Und wie gesagt, die Jungs hier von Dammshop for You haben jetzt hier unter dem Namen Halban Juice diese beiden Aromen, wie gesagt, rausgebracht. Ich habe nur bisher Positives drüber gelesen und gehört. Auf jeden Fall über das Gazos. Ich bin auch tierisch gespannt drauf, wie es schmeckt. Und ich würde einfach mal sagen, wir probieren das Ganze mal. Riechen tut es auf jeden Fall schon richtig so wie dieses Getränk, wie man es kennt, so wenn man dann so die Dose öffnet. Ich probiere mal einen Finger. Ja. Klar ist das jetzt viel geschmacksintensiver wie das Getränk an sich, wenn ich das Liquid jetzt hier so im Mund probiere. Aber so von der Aromen, von der Aromenwahl sage ich wirklich mal schon eine runde Sache. Ich tröpfe mir hier gerade mal was rein. Und da würde ich einmal sagen, feuerfrei für den Halban Juice Gazos. Also ich muss wirklich sagen, geschmacklich top, wirklich eine authentische Note, nicht zu übertrieben, nicht zu süß, kommt wirklich sehr gut an das Originalgetränk dran oder ich gehe jetzt mal einfach von dem Getränk aus, an das Getränk dran, geschmacklich. Könnte man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Schmeckt mir gut, ja. Lecker. So, ich hau da mal neue Watte rein und dann machen wir weiter mit dem Rose Delight. Bis gleich. So, ich mache mal direkt weiter hier mit der Nummer 2 vom Halban Juice, mit dem Rose Delight. Hierbei handelt es sich um die türkische Süßigkeit Lokum. Es ist wirklich eine richtig süße Süßigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mal recherchiert im Internet, da wird 1 Kilo Zucker mit 1 Liter Wasser vermengt. Dazu kommt ein Schuss Rosenwasser. Das Ganze wird erhitzt zu so einer zähflüssigen Masse, karamellisiert, wie auch immer. Dann in so Würfel geschnitten. Dann schmeißt man das in so Puderzucker, wird dann in Puderzucker gewälzt. Und wenn es dann abgekühlt ist, kann man es dann essen. Ich persönlich, wenn ich beim Kumpel bin, die Frau macht uns einen lecker Tee, legt sie immer so unten an den Untersetzer so 2 Stücke von dem Lokum. Esse es dann mal ganz gerne zu, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich habe jetzt Bock auf Lokum. Ne? Also wenn ich es da liegen habe, esse ich mal 1-2 Stückchen, maximal auch 3. Man kann es, ich persönlich kann es auf gar keinen Fall so essen wie Gummibärchen zum Beispiel, dass ich mir jetzt mal so eine Handvoll nehme und so eine Hand Gummibärchen esse. Das geht davon auf gar keinen Fall, dafür ist es mir definitiv zu süß. So, ich rieche auch einfach mal direkt dran. Also riechen tut es schon richtig, wer den Geruch oder den Geschmack, wie auch immer mag, nach einer richtig leckeren Rose, mit so, also eine richtig lecker süße Rose, würde ich jetzt sagen. Ich probiere mal direkt hier ein Tröpfchen vom Finger. Ich habe eine für mich persönlich angenehme Süße, nicht zu süß, gefolgt von dieser Rose, von diesem Rosengeschmack. Also wirklich gut abgerundet, gut abgestimmt das Ganze zusammen. Ich mache mir auch direkt mal die Watte nass.
um das Ganze zu dampfen. Und dann würde ich sagen, Feuer frei für das Roast Delight, aka Locum. Also wie schon beim Lecktest vom Finger festgestellt, auch beim Dampfen, eine leckere süße Rose. Gut aufeinander abgestimmt. Das schmeckt auf jeden Fall auch gut, ja. Ja, ich komme auch direkt mal zum Fazit an der Stelle. Von Dampf Shop for You hier der Haiwan Juice, Gazus und Roast Delight. Für mich persönlich beide dampfbar. Könnt ihr beide mal ausprobieren. Preislich, wie gesagt, pro Fläschchen um die 7,95 € bzw. 7,95 €. Wenn ich jetzt einen Favoriten von den beiden wählen müsste, würde ich ganz klar sagen an der Stelle das Gazus. Das Roast Delight kann ich auf jeden Fall auch mal dampfen. Jedoch, ja, wie gesagt, für mich, ich würde das Gazus bevorzugen. Ja, ganz klar. Beide Aromen kriegen von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Eine gute Nummer. Und ja, das war es auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch was. Haut da rein.